Muss man sein Herz suchen? Wo willst du hin? Kommst du hier hin? Du willst den Kalender nicht? Ja, kommst du hier hin? Vorsichtig. So ist fein. Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Santa Claudi, das hier ist der Santa Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Sammy ist schon ganz aufgeregt und ist so unterwürfig, weil er sieht, dass ich hier seinen Adventskalender jetzt habe. Und zwar ist das der Pummel-Einhorn-Adventskalender. Wufftastische Weihnachten, den ich für 17,90 Euro gekauft habe. Ich setze euch mal den Link dazu in die Infobox. Und ja, der ist natürlich ohne Getreide. Das heißt, Sammy kann den bedenkenlos essen. Mal gucken, ob er den ganzen Kalender heute essen darf. Ja, aber wir schauen auf jeden Fall mal rein. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, wir sehen hier natürlich auf dem Adventskalender das Pummel-Einhorn. Wir sehen ein quasi Rentier. Ja, es ist auf einem Schlitten und es fliegt über eine Cookie-Stadt. Ich suche mal die Eins hier. Es muss schon der Reihe nachgehen, ne? Okay, die einzelnen Dinger sind auch lose hier drin verpackt. Das heißt, sie dürfen direkt vernichtet werden. Davon hatte man in der 1 zwei Stück. Das sind so Knochen. Hinten steht natürlich auch drauf, womit die sind. Das sind Obst-, Gemüseknochen, Kartoffelflocken, Amarantmehl, Rapsöl, Pastinaken, Apfel, getrocknet und gemahlen. Mach mal Sitz. Komm. Fein. Karotten, Petersilie, Schwarzkümmel, Liebstöckel, Rosmarin und Mineralstoffe. Jo, das Halstuch, was Sammy heute übrigens trägt, hat er letztes Jahr von der lieben Netzicke bekommen. Ich verlinke dir mal unten in der Infobox. Sich verschluckt, ne? Nicht so hastig, Sammy. Ich verlinke dir mal unten in der Infobox ihr Instagram-Profil. Die macht wunderschöne Sachen. Unter anderem auch unsere Deko, die wir hier hinten haben. Das ist so ein Knochen, den man an den Kamin hängen kann. Ja. Ne? Und Geschirre macht die und Halsbänder und so. Genau. Aber Sammy möchte, dass wir jetzt die Nummer 2 öffnen. Möchtest du das? Die? Kannst du die öffnen, Sammy? Nein. Räuchchen, mach du das. Du hast Fingernägel, ich nicht. Oh, guck mal. Da kriegst du schon mal einen voll. Das sind so kleine Kekse in Form von einem Weihnachtsschuh zum Beispiel. Was, meinst du diesen Keks? Möchtest du ihn haben oder darf ich den haben? Oder halt in einer solchen Form. Das ist faszinierend. Oder auch ein Herzchen. Sammy, du weißt schon, dass normalerweise Adventskalender dafür da sind, dass man Kläppchen für Kläppchen jeden Tag ein neues isst und nicht den ganzen Adventskalender auf einmal. Interessiert ihn nicht die Bohne. Das waren jetzt übrigens kleine Herzen mit Kartoffelflocken, Lammfleisch, getrocknet und gemahlen, Amarantmehl und Mineralstoffen und... Weiß ich nicht. War da auch die Weihnachtsmischung drin, Sammy? Das wissen wir nicht, ne? Nö, wir gucken jetzt einfach mal in die Nummer 3. Wo ist die Nummer 3? Wo ist die Nummer 3? Wer ist die Nummer 3? Riecht noch nichts. Da haben wir zwei von diesen Dingern drin. Steht hinten gar nicht drauf, was das ist, ne? Sammy, mach deinen Adventskalender auf. So, Herrchen ist gerade nach Hause gekommen, also mein Freund. Und da musste Sammy dann natürlich erstmal begrüßen und so, ne? Wie gesagt, ne? Netzicke, schaut bei ihr vorbei. Coole Frau, Marina ist echt geil. Ich verlinke dir mal hier oben in der Infobox das Video, wo sie
uns die Sachen geschickt hat. Und da ist zum Beispiel auch ein Adventskalender für Sammy mit dabei, der dann dieses Jahr auch wieder neu befüllt wird. Und ja, den könnt ihr euch ja auch vielleicht für eure Hunde bei ihr bestellen. Also Instagram, Nezicke, coole Frau. Kläppchen Nummer 4, Sammy. Hm? Ja, diesen Adventskalender jetzt anstarten, ne? Die Ohren, ich liebe es. Ja, 4. Hier haben wir auch wieder so diese Knochen mit drin. Wie Sammy da hinterher guckt, ich find's herrlich. Ja, ist okay. Sind wohl etwas härter. Denn hier wird gerade ohne Rücksicht auf Verluste alles zugekrümmelt. Kennt ihr hier ist noch ein Krümmel? Da? Da? Da, wo mein Finger ist. Ja, da war noch ein Krümmel. Irgendwo war hier auch noch ein Krümmel hingefallen. Mal zusammensuchen. Da. Da ist ein Krümel. Schau. Hier. Ja, gib mir den Krümel. So. Gib mir diesen doofen Krümel. Na gut, komm. Einmal auf. Hier ist nämlich noch so ein Ding drin. Das kriegt er auch. Hopp. Schmeckt das gut? Schmeckt das gut? Ja, im Prinzip ist es jetzt ein Kalender voll mit Futter, ne? Aber er ist ganz cool. Mache ich die 5 auf. Ja, da haben wir so eine Weihnachtsmischung drin. Das sind so Tannenbäume, die sind ein bisschen dünner. Rest lassen wir aber mal in der 5 drin, denn du hast ja noch 19 Kläppchen vor dir, sind gleich Platz. Du, ich sag dir das. Die 6 machen wir auf. Es ist Nikolaus. Oh, das ist aber prall gefüllt, Sammy. Da haben wir so kleine Sternchen drin. Und dann sind da auch wieder diese dicken. Ich weiß gar nicht, die sehen aus wie Mini-Büsche oder so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist mit Karotte. Wenn du was erzählen könntest, Sammy, du würdest uns das alle erzählen, wonach das schmecken würde. So, die Nummer 7. Das ist die Nummer 7. Haben wir in den Ladung? Da sind nur 2 von diesen komischen drin. Da ist nichts drin. Ha, zerfarscht. Okay, machen wir die Nummer 8 auf. Wo ist die 8? Sammy versteht gar nicht, warum das Futter alle hinter so Türchen ist, ne? Dann findet Fräuchen die 8 auch gar nicht. Da. Da haben wir auch wieder diese hier drin. Sehen wir sie mal ganz vorsichtig, ne? Das ist total super. Ein bisschen trocken, ne? Müssen die gleich mal was trinken. Die Nummer 9. Haben wir wieder diese dünnen Herzchen mit drin. Hat sie fein gemacht. Er macht das ganz süß, ne? Der geht da ganz vorsichtig dran. Das ist echt unheimlich knuffig. Dann will man ihn vollstopfen mit Leckerlis. Wusstest du eigentlich, dass du heute kein Abendbrot bekommst, Mäuschen? Hm? Denn es ist schon so spät. So, 10. Da sind so Stiefel drin. Die hätte ich mir auch gut zu Nikolaus vorstellen können. Schmeckt dir das gut? Schmeckt dir das gut? Also der hat bislang noch nichts liegen lassen, ne? Das wurde jetzt alles immer wieder vernichtet. Scheinbar schmeckt ihm der Adventskalender sehr gut. Das ist 11. Da haben wir auch wieder diese Stiefel drin. Ich finde es übrigens immer ein Highlight, wie Sammy dann seinen Blick so fokussiert, ne? Na, Fräuchen, du bist doof. Wie gern hätte ich, dass du mal mit mir redest. Oh! Ja, Entschuldigung. Halbzeit, 12. Oh, da bist du niedlich. 12. Oder haben wir wieder Herzchen drin? Eine
ein Herz für mein Herz. Ne? Die Nummer 13. Wo ist die? 12. Siehst du die 13? Das ist die 3. Oh, hier haben wir wieder so große, dicke Knochen drin in der 13. No, alles wieder zu krümeln. So, darfst du nicht verlieren? Musst du wieder so. Nix weg, hier, nix verkommen lassen. Alles muss aufgesammelt werden. Jeder Krümel muss verwertet werden, Sammy. 13. Dann 14. Da ist die 14. Hast du gut gemacht. Hast du gefunden, die 14? Mach Sitz. Mach Sitz. Wie geht's jetzt? Genau. Das sind übrigens in der 14 diese Herzchen. Diese schmalen, dünnen, flachen Herzchen. 15. Oh, da haben wir wieder diese, ich habe keine Ahnung, was es sein soll, drin. Mit Karotte, sie sind ein bisschen orange. Und Monsieur scheint es zu mögen. Der mag alles hier drin, ne? 16. Die hatte ich eben hier. Oh, guck mal. Da sind so Glocken drin in der Nummer 16. Ich habe nicht gesehen, was hier mit meinem Fingernagel los ist, Sammy. Ja, den muss man mal anlecken, ne? Nur für dich, Maus. 17. Da haben wir wieder diese Herzchen drin. Nam, nam, nam. 17. Die 8. Oh, in der 18 haben wir so Sterne mit drin. In der 19 genau das gleiche. Da sind noch mehr drin. Ach so geht das. Meinst du? Meinst du, es geht noch weiter? Nochmal. Geh dann nochmal rein, nicht? Ja, aber jetzt hast du die schon angeleckt und alles, was man anleckt, das gehört ein. Kennt ihr das auch noch aus der Kinderzeit? Alles, was du anleckst, gehört dir? Das war lecker. So, 20. Okay, da haben wir einmal so einen halben Knochen mit drin, der grün ist. Und dann ist auch noch einer drin, der so rot ist, so mit Karotte. Möchtest du den grün? Pass auf, nicht, dass du wieder alles zu grün hast. Dann in meine Hand reinkrümeln. Nein? Da hast du schon aufgegessen. Hast du gut gemacht. Okay. Das ist die 14. Wo sind die 21, Sammy? Das ist die 22. Da. Was haben wir da? Da haben wir wieder die Schuhe drin. Also die Stiefel, Weihnachtsstiefel. Da haben wir nicht nur Sternchen drin, sondern auch Herzchen. Aber du bist mein Augenstern. Deswegen bekommst du einen Stern. Hey, Frauchen, da war noch mehr drin. Warum macht sie das Kläppchen einfach zu? Frech. So, zwei haben wir noch. Oh,
in der 23 haben wir einen großen, grünen, dicken Knochen mit drin. Und der ist ja für dich, der riecht voll gut, der riecht voll kräuterig. Soll ja auch mit Rosmarin sein. Boah. So, ihr toll. Jetzt werde ich zugekrümmelt. Hey, hey, in die Hand, in die Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zugekrümelt und zugesabbert, Leute. Nom, 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 nom. Jo. Yum, yum. So, das war die 23. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen, so soll man vermuten, zur Nummer 24. Hurra! Und da sind ordentlich viele von diesen kleinen, flachen Sternchen und Herzchen und so drin. Das Kläppchen ist gut gefüllt. Von diesen undefinierbaren Teilchen ist auch noch was drin. Oh, guck mal, Sammy. Ich kann das schlecht halten, weil das alle rausfällt, ne? So ein Tannenbaum ist da auch noch mit drin. War das gut? So, Frauchen, ich hätte gerne noch mehr, wenn es geht. Ja. Ne? Auf jeden Fall ein cooler Adventskalender, der ja auch dadurch, dass der getreidefrei ist, ja ganz nett ist für Hunde. Oh, Mausi, du bist so niedlich. Du siehst den Adventskalender und willst mehr, ne? Und wenn ich den auf die andere Seite stelle, guckst du dann auch wenigstens mal in die Kamera. Willst du? Nein. Ja, du hast hier alles verkrüppelt. Willst du dich wieder hinsetzen? Hier? Genau. Ja, fein. Ja, fein. So, jetzt hat er sich das hier bequem gemacht und guckt seinen Adventskalender an. Das finde ich auch super, ne? Ja, cooler Adventskalender, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Und Sammy darf jetzt gleich erstmal was trinken gehen. Denn wenn du halt dann so viele Leckerlis frisst oder Trockenfutter, dann musst du auch was trinken als Hund. Du vor allem als Hund, ne? Mhm. Ja, das hast du gut gemacht. Das hast du fein gemacht. Du bist der Beste. Eskaliert, freue ich immer wieder. Mahlzeit. Mahlzeit. Hm? Jo, hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ganz viel Blödsinn. Ja, ja. Gib uns. Gib uns. Ja, du hast mir das hingegeben. Du bist großartig, Sammy. Du bist der Beste. So, ihr Lieben. Jo. Das war jetzt das Adventskalender-Unboxing für Sammy. Also vielleicht folgen noch welche, das weiß ich noch nicht. Aber den fand ich jetzt schon sehr, sehr ansprechend. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch welche von Vitakraft und von Zoroyal. Weiß ich aber nicht. Muss ich nochmal gucken, ob es da welche gibt. Dann wird es noch ein paar mehr geben. Sammy wird sich auf jeden Fall freuen. Der sagt da nicht Nein zu, ne? Nein, du sagst da nicht Nein. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würden wir uns mega drüber freuen. Ja, Sammy schlabbert sich erstmal im Schlurp. ja, und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir einfach mal hier meine Playlist von den ganzen Adventskalender-Unboxings 2019. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, meinen Kanal sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, wirklich. Das wäre ganz cool. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Und du? Und du? Und du?